Der einfache Fan. Homo fanaticus vulgaris. Der einfache Fan ist ein ruhiger Zeitgenosse. Samstagnachmittag hält er sich bevorzugt auf sonnigen Stadionhängen auf. Doch in jüngster Zeit beobachten Fanforscher eine Veränderung. Der mutierende Fan. Homo fanaticus mutans. Der Fan passt sein Äußeres immer mehr dem Lebensraum an. Durch die einseitige Ernährung nimmt er rapide an Gewicht zu. Er entwickelt den Drang, sich lautstark zu artikulieren und zeigt aggressive Tendenzen. Der Ultra. Homo fanaticus fanaticus. Die auffällige Färbung verschwindet. Er lebt in Symbiose mit dem Stadion. Fanforscher beobachten, dass der Ultra den einfachen Fan aus seinem Lebensraum verdrängt. In der Ultraherde herrscht eine strenge Rangordnung. Die Herde folgt bedingungslos dem Leitultra. Mit Pyrotechnik versuchen die Männchen, ihre Rivalen einzuschüchtern. Und auch auf die einfachen Fans greift das Revierverhalten der Ultras über. Sie erschließen sich artuntypische Gebiete. Die Zivilisation kann sich nur noch auf eine Art schützen. Thank you.